Hallo ihr Lieben, ich weiß, ich habe gerade eben erst ein Video hochgeladen, aber ich las die Kommentare und mir fiel auf, dass da so viele Missverständnisse aufgekommen sind, dass ich deswegen unbedingt nochmal ein Video hochladen muss, um die Missverständnisse mal ein bisschen aufzulösen. Denn es ist tatsächlich so, also ich wollte mit dem Video tatsächlich nur sagen, dass ich hauptberuflich Schauspieler, Moderator bin und jetzt auch übrigens Sprecher und ich wollte einfach nur sagen, ich bin nicht auf YouTube angewiesen. Das heißt, ich mache YouTube nebenbei. So, ich sehe mich halt nicht als YouTuber, der krampfhaft versucht, Künstler zu sein. Nein, ich bin ein Künstler, der nebenbei YouTube macht. So, ne? Und das ist eigentlich die Aussage, dass ich etwas geknickt wirkte in dem ersten Video. Ja, ich mache das ja jetzt ohne Schnitte, habe ich gesagt. Dass ich so geknickt wirkte, das hatte wirklich private Sachen, private Gründe, die ich eigentlich nicht... Na gut, ich würde es ja mal positiv, alles positiver erscheinen lassen, immer positiv sehen und so. Das Positive daran ist, ja, ich bin wieder zu haben. Ja gut, das hat mir ganz schön den Boden unter den Füßen weggerissen, aber das kennt vielleicht jeder von euch. Ist ja egal, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich wollte euch nur sagen, jetzt habe ich den Faden gerade verloren, aber ich nehme keine Schnitte. Deswegen wirkte ich ein bisschen traurig da. Das hat auch ein paar Wochen gedauert, um da ein bisschen drüber hinwegzukommen. Aber ich war nicht traurig wegen des kaputten Algorithmus auf YouTube. Ich meine, den habe ich schon lange akzeptiert, ne? Also der ist für den Arsch, ich finde ihn scheiße. Dass er so ist, weil es ist viel Geldmacherei auf Instagram und Facebook zum Beispiel, ist es ja so, die wollen sogar jetzt Geld dafür haben, dass ich dafür ausgebe, dass alle meine Abonnenten das auch wirklich sehen, was ich poste. Was ist das für ein Quatschen? Mache ich nicht mit, dieses Spiel. Also wie gesagt, mir macht mein Beruf unglaublich viel Spaß. Ich kriege Gott sei Dank tolle Jobs in letzter Zeit. Ich freue mich total auf 2018, auf das Musical, in dem ich mitspiele. Die Tourdaten werde ich noch bekannt geben, sobald ich weiß, wann ich spiele, weil ich teile mir die Rolle mit einem anderen Schauspieler. Ist halt so ein Tourmusical, viel im Süden Deutschland und Anfang 2019, glaube ich, sogar in Österreich. Aber ist ja auch egal. Ich wollte das nur erklären. Danke auf jeden Fall für Bibo, der mir das jetzt endlich mal richtig erklärt hat. Und anstatt immer nur zu sagen, ja, hier, du machst das, oder wundert dich nicht, oder nee, was hast du gesagt, immer irgendwie, ist ja nicht viel los, oder irgendwie so. Das bringt mir nichts, ne? Aber du hast jetzt auf jeden Fall was Konstruktives geschrieben und damit kann ich viel mehr arbeiten. Weil jetzt merke ich zum Beispiel, dass das Ganze ein Missverständnis war, ne? Also, mehr wollte ich eigentlich nicht sagen. Und ich hoffe, ihr versteht das. Also, nochmal kurz zusammengefasst. Ich bin total glücklich mit meinem Job. Freue mich, wenn ihr live zugucken kommt, wenn ich irgendwo live zu sehen bin. Und freue mich natürlich auch, wenn ihr weiter YouTube hier schaut, was ich hier mache. Ich wollte euch nur sagen, ich werde mich nicht krampfhaft auf dieses Algorithmus-Ding einlassen und werde nicht auf krampfhaft unbedingt geile Effekte machen wollen oder so. Ich will YouTube machen, weil es mir Spaß macht. So. Und das ist die Endaussage. Ich werde auch Sketch Me If You Can weitermachen, weil das macht mir Spaß. Dr. Tessor werde ich bestimmt irgendwann auch weiterschreiben. Das macht mir Spaß. Und es macht mir jetzt sogar Spaß, so ein Video hier zu machen. Ich weiß gar nicht, wie gefällt euch denn das, wenn ich so privat mit euch hier rede auf YouTube? Ich meine, ich mache es viel auf Instagram. Übrigens wirklich, wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann seht ihr, ich mache fast täglich ein Live-Video. Da könnt ihr wirklich mit mir quatschen. Und dann kann ich das euch auch erklären. Bibo, wie wär's denn, wenn du mir da auf Instagram und mal so in die Live-Streams mit reinkommst? Ich kann dich da sogar mit reinziehen. Ich kann übrigens Leute in den Livestream mit reinziehen. Dann kann ich mit denen zusammen reden und mal richtig reden. Weil über Schreiben, über Kommentare oder so, man sieht ja, wohin das führt. Das führt nur zu Missverständnissen. Nein, ich rede gerne so, ne? Und sagt mir einfach mal in den Kommentaren, was ihr davon haltet. So, tut mir leid, dass ich heute euch mit zwei Videos auf den Sack ging, aber das war mir jetzt einfach wichtig. So, egal. Ich freue mich auf euch. Ich fahre jetzt bald nach Berlin und nächste Woche bin ich die ganze Woche dann in Köln, auch in der Zeit, wo der Dr. Tessor online kommt. Ja, ich freue mich auf euch. Bis dann und danke für eure Kommentare. Rock'n'Roll.